Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und es geht weiter mit meiner Technik B-Modell-Woche. Ganz genau so ist es. Hier haben wir den 42081, ganz genau, Zeugs. Und ihr habt nicht die Packung gesehen, ich habe euch das Ding ja vorgestellt. Und es blendet schon wieder. Und wir sind jetzt hier beim Pegax, also das ist der Pegax, das zweite Modell. Pegax und Zeugs sind die glorreichsten Namensgebungen seit Zack und Bums, würde ich sagen. Wir haben viel Freude damit und ich wollte ihn euch einmal zeigen. Natürlich werden die vier Räderchen verbaut. Es bleiben verblüffend viele Teile der 1200, die wir ja eigentlich im Starter-Set haben, übrig. Auch Sachen dabei, bei denen ich mich wundere, weil die hätte man einwandfrei unterkriegen können. Aber gut, hier sind wir. Nur damit ihr einmal kurz Bescheid wisst, gebe ich euch mal die Länge durch. Ich würde sagen, das sind so 36 cm, wenn wir ein bisschen großzügig sind. Reifen 22 und Höhe Rüssel, ja, so 20, 21. Abgespeckt ist er natürlich, es sind B-Modelle. Ja, also ich habe auch ein bisschen weniger Anspruch an B-Modell als an das A-Modell. Ich finde die Idee sowieso nett, dass man ein zweites Modell bauen kann. Und verblüffenderweise, viele in meinem Laden wissen das auch nicht, dass man aus jedem Technikmodell, was ein richtiges Technikmodell ist, auch ein B-Modell bauen kann. Aber gut, da stehen wir jetzt. Nur mal kurz, um es gezeigt zu haben, die vier großen Reifen kennt ihr vom Class Xerion, vollkommen klar. Hier oben ist die Lenkung. Und lenkt auf beiden Achsen. Hat einen ganz guten Wendekreis, hat keine Differenziale oder sonst irgendetwas. Deswegen, da der Wendekreis recht klein ist, merkt man, dass das Kurvenäußere Rad einen längeren Weg geht und das Kurveninnenrad halt ein bisschen hakt. Das ist so. Und schaut ihn euch mal an. Ich bitte nochmal, vor allem angesichts des 42080, mal darauf zu achten, wie entspannt dieses Modell hier farblich gestaltet ist. Das sage ich doch die ganze Zeit in meinem Laden. Der Zeugs verkauft sich okay. Ja, also von gut kann nicht die Rede sein. Gut läuft der große Kran und der kleine Stapler. Der Harvester buh, und der Zeugs okay. Der Zeugs ist aber ein sehr guter Teilespender. Dafür kann man ihn einwandfrei gebrauchen. Aber ich will jetzt hier, ich muss ja nochmal auf die Highlight-Features hier entlang. Das Wichtigste für euch gleich vorweg, hier vorne ist die Drohne. Die ist dabei geblieben. Da haben wir sehr viel Freude. Und die flattert mit und das ist halt einfach ein Qualitätsmerkmal dieses Sets. Komisches Gageldick. Der Vorteil ist allerdings, dass es hier vorne so einen kleinen Parkplatz hat, damit es wenigstens untergebracht ist. Und dann kann man sich das einbilden, dass das dahin gehört. Hier vorne sind auch hier, jetzt sieht man es immer ein bisschen besser, diese 2/3-Slopes in dem Metallic Silver. Finde ich sehr nett. Hier an der Seite auch nochmal, hier auch. Es ist nicht das Flat Silver, es ist Metallic Silver. Gefällt mir gut. Das ist die Farbe, die wir uns für den Aston Martin gewünscht hatten. Ungefähr. Oder zumindest ein Flat Silver und damit Metallic Silver die Highlights. Wurscht, dazu kommen wir in dem Aston Martin Video. Da ist er. Er ist jetzt nicht gefedert, auch wenn er so ein bisschen Flex hat. Das sind einfach nur die Aktuatoren und dann zeige ich euch mal kurz. Ihr seht hier die Kurbel, ihr seht hier die Kurbel. Auf meiner Seite habe ich die auch nochmal, was den Vorteil hat, dass man etwas so schneller machen kann, wenn man auf beiden Seiten dreht. Und da können wir diese Ladefläche hier kippen. Und man kann das ja auch noch öffnen. Ganz hervorragend. Die Ladefläche ist angedeutet. Sie ist immer noch besser als die im 42070, dem blauen Elend, vollkommen klar. Also ich meine, selbst das ist besser. Das ist eine Technik-Ladefläche. Am besten ist natürlich eine richtige Ladefläche, die geschlossen ist beim 8109 oder beim Arox oder so, keine Frage. Aber sie haben immerhin sich irgendwie Mühe gegeben, die Paneele zu verwenden und sie haben sie gescheit eingesetzt. Ja, und dann ist das. Ich habe mit dem leicht abstrakten bei der Technik nicht so das große Problem, wenn ich nur merke, dass sie sich was überlegt haben und das dann auch versucht haben umzusetzen. Und vor allem B-Modell. Und dann haben wir hier unten die untere hier die Geschichte und da wisst ihr, dass die Freude hatten sie ja schon beim A-Modell, wie wahnsinnig, dass man hier den Radstand verkürzen kann und den Kollegen ein bisschen aufbockt. Ja. Das geht auch. Radstand geht dann irgendwie von 24 cm auf 21 zurück. Und jetzt hat man natürlich das Wendekreisproblem noch ein bisschen ausgeprägter. Bau ist natürlich überhaupt kein Problem. Ihr wisst Bescheid, Lego-typisch ganz, ganz einfach gemacht. Es bleiben wirklich viele Teile übrig. Das heißt, das Ding ist sehr, sehr schnell gebaut. Aber schaut wirklich nochmal drauf. Es gibt hier vorne was Orangenes. Auf der anderen Seite gespiegelt.
und es gibt hier und da rote Zweierachsen und hier, die gucken hier mal so durch, hier diese roten Zweierachsen und mal so einen roten Dreierpin, der jetzt rote statt dunkelgrau, kein Mensch weiß warum, in dunkelgrau sähe bei dem Modell noch viel besser aus. Ansonsten ist dieses Modell gelb-schwarz-grau. Es ist einfach ruhig fürs Auge, das ist angenehm. Ah, hier oben die beiden völlig unnötigen Deko-Elemente hier in Orange, die kann man auch einfach weglassen. Ich finde, das ist farblich gelungen, zum Ausschlachten super. Weil ich immer mal wieder gefragt werde, was lohnt denn sich Teilewert und so? Das ist gescheit. Das heißt nicht, dass nicht irgendein abgefahrenes Teil in einer abgefahrenen Farbe nicht mehr wert ist, vielleicht im aktuellen Verkauf, aber man muss ja auch gucken, wie oft es überhaupt gekauft wird. Nur weil der Durchschnittspreis von einem Teil hoch ist, heißt nicht, dass ein Teil ist, wenn man das jetzt tausendfach irgendwie anbietet, dass es auch zu dem Preis gekauft wird. Es ist einfach selten, es ist merkwürdig und die es haben wollen, müssen halt ein Schmerzensgeld zahlen sozusagen. Die große Schaufel bleibt übrig, die haben sie nicht irgendwie untergebracht. Gut, ich meine, bei einem Kipper weiß ich noch nicht, was du mit der Schaufel willst, aber das ist die, also nur damit ihr die auch mal so alleine seht, das ist die große Schaufel, auch vom 42030. Da kriegst du mal was weggeschafft. Dann bleibt ein Aktuator übrig. Das finde ich ein bisschen schade. Also ein Aktuator, da kann man doch immer irgendeine Funktion noch machen und wenn das Ding durch zwei Aktuatoren aufgebockt wird, aber ich finde es nicht nötig, dass ein Aktuator übrig bleibt, dafür sind die viel zu cool. Ja, dieses Extender-Ding hier. Dann noch ein bisschen unverständlich für mich. Schmeiß ja wieder alles rum. Bleiben Paneele übrig. Die kann man doch, da kann man doch hinten die Klappe größer machen oder so. Also Paneele könnten, also ich weiß, Paneele kriegst du immer unter an so einer Karre. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ebenso wie Liftarme. Und zwar 15er. Und in Gelb und in Grau und in Schwarz. Also alles Mögliche auch noch kürzer. Und ich wollte es euch auch nochmal separat zeigen. Ich glaube, das habe ich noch nie so wirklich. Die habe ich euch ja im First Responder 42075 kamen sie ja so mit dazu. Da habe ich es euch mal gezeigt. Und jetzt werden sie sehr gerne verbaut. Viel lieber als die hellgrauen. Noch sind sie ein bisschen seltener, aber das passt schon. Die sind wirklich schön. Wunderbare Liftarm-Rechtecke. Ganz toll. Und nur damit wir auch mal drüber geredet haben. Ich sage immer mal, dass es drin ist. Ich muss mal gucken, ob die Kamera vielleicht mal darauf fokussiert, möglicherweise. Ich kriege das aber bald wieder hin. Ich ziehe mich beim Studio ja wieder um. Das hier ist nochmal dieses kleine halbe Schneckenrad. Und jetzt habe ich es mal nicht verwendet hier drin. Dann kann ich es euch auch mal zeigen. Ebenso wie diese 12er Soft Axle in Orange. Die sind sonst nur im Porsche verbaut. Relativ kostspielig, vor allem wenn jetzt der Porsche vom Markt geht. Immerhin bleiben sie hier dabei, also man kann weiter bauen. Und das sind die Macaroni. Ich mache mal auseinander, damit ihr seht, dass das zwei sind in der Mitte mit einer Achse. Das sind die orangen Macaroni, die waren als Deko seitlich bei dem Zeugs dran. Die hätte man hier als Deko auch unterbringen können. Also die haben irgendwann aufgehört zu bauen bei dem Ding ein bisschen. Aber das könnt ihr ja selbst machen. Ihr seht, es sind absolute Standardteile übrig. Ich weiß jetzt nicht, ob man das zweite Rad hier noch unbedingt braucht. Es sind auch aus irgendeinem Grund hier diese Mistviecher übrig geblieben. Und das stellt sich dann halt wirklich die Frage, warum waren die überhaupt im ersten Modell verbaut? Denn die waren so verbaut, dass man sie praktisch nicht gesehen hat. Was würde ich mit einem grünen Dreierbar und im B, ich habe ja gedacht, im B-Modell wird es cool irgendwo. Ich denke ja manchmal bei einigen A-Modellen, dass die da nur was gemacht haben, weil sie das fürs B-Modell gebraucht haben. Als sie gemerkt haben, sie kommen mit den Teilen nicht hin, hauen wir im A-Modell noch was dazu, dann haben wir es später drüben. Aber das ist völlig unnötiges Teil. Also völlig unnötiges Teil. Und dann unglaublich viele von diesen blauen Halbpins mit irgendeinem Dekoschrott. Den kann man natürlich sich auch drum rumzimmern, wo man möchte. Es sind noch Fliesen übrig, also das geht schon. Ganz viel Zeug, also. Da geht noch was. Ich habe mich ein bisschen heiser geredet über die letzten Tage, aber ich hoffe, es funktioniert noch. Da steht er. Ich bin eigentlich am Überlegen. Das hier vorne ist für mich so eine Art Fake-Fahrerhaus. Das hier ist natürlich Gagelschrott, ja, der muss halt sofort weg. Aber hier ein Fahrerhaus gebaut und man hat einen Kipper. Meine Güte, der kann neben einem riesen Schaufelradbagger oder so. Baut man sich die Ladefläche glatt, also ich habe nichts gegen den. Differenziale rein, dann geht es schon. So ist es. Wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. B-Modelle sind ja was Wichtiges und ich möchte euch jetzt in Zukunft von den Technikmodellen ja immer das B-Modell zeigen. Habe ich ja gesagt, versuche ich ja auch zu machen, werden wir auch, denke ich, hinkriegen. Technik macht dir schließlich Freude.
der kommt jetzt mal zu mir ins Schaufenster, weil das A-Modell sieht man auf der Packung und so sieht man mal das B-Modell in voller Größe. Das ist eine schicke Sache. Es bleibt da echt zu viel. Das ist ganz echt. Aber ein Aktuator, jeder Mensch braucht Aktuatoren. So ist der Plan. Kommt mich gerne besuchen, Donnerstag, Freitag, Samstag in meinem Laden. Bitte schreibt mir keine Mails, weil eine Bricklink-Bestellung ruft mich am besten an. Geht am schnellsten, kann ich sofort helfen, ist wunderbar, kriegen wir alles sofort geregelt. Exclusives, ihr wisst Bescheid, nicht bei mir im Laden. Und wenn nur auf Voranmeldung, seid nicht enttäuscht, wenn ich keine habe, weil ich kriege zu wenig und sie sind immer sofort verkauft. Was soll man da tun? Es ist ein Elend. Habt eine gute Zeit, macht etwas Schönes, genießt es. Es ist doch alles so großartig eigentlich, oder? Vor allem, wenn man Lego baut. Ganz fantastisch. Prima. Macht's gut. Bis bald.